Es gibt keinen Ort, an dem kein Körper wäre. Ich wollte verschwinden. Die Frage war, wohin? Wer nimmt mich auf? Wer ist bereit, mich zu empfangen? Mich zu umfangen? Ich dachte mir, es sei vielleicht gut, einen Rückzug zu machen. Sich zurückzuziehen. Eine Stufe tiefer, eine Stufe zurück, die Treppe zurückgehen. Man weiß nicht genau, wer um die Treppe steht, kann ja auch vorwärts sein. Aber ich dachte mir, okay, zurück, einen Schritt zurück. Rückzug ist Regression. Zurückgradieren, Retrogradation. Auch die Planeten gehen manchmal rückwärts. Zurück. Ich bin eine Pflanze geworden. Das Menschsein war mir zu weit vorne. Ich bin eine Pflanze geworden. Ich bin in dieser Trauerweide. Ich bin die Füllung dieser Trauerweide. Ich bin ihre Prophetin, ich bin ihre Bauchrednerin. Ich bin sie und ich spreche Trauerweide. Was sagt sie, die Trauerweide? Sie sagt, der Komponist war im Banne des Baumes. Der Komponist schrieb seine Stücke im Banne des Waldes, weil der Wald es so wollte. Der Wald wollte diese Stücke. Die Subjektivität der Bäume projizierte sich auf seine Schriften, auf seine Komposition, auf seine Noten. Der Baum schrieb durch Maler diese Stücke. Der Baum, dessen wunderbarer Leib aus Licht aufgebaut ist, wie ansonsten nur die Leiber der Götter, steht da zu vielen Hunderten im Wald und will diese Musik. Daher in allen Orchestern, erster Pult, erstes Pult, zweites Pult, überall quietschende Holzkisten, große Kiste mit Eisenrahmen, heiß Piano, obwohl es laut ist. Alles Holz. Wo waren diese Bäume früher? Wer hat unsere Bäume so auf die Bühne gebracht? Thank you.
Es ist sehr gut, die Anfänge zu betrachten. Man sollte die Anfänge betrachten. Wo kommt das alles her?